die Anforderungen an die Firma Haas waren eigentlich drei Dinge, die wir vorgegeben haben. Einmal einen Vorbruch 0300 herzustellen, einen fertigen Span 0100 mm und die Schwierigkeit da drin war die vorgegebene Räumlichkeit. Hier mussten wir alles reinbringen und das haben wir zusammen mit der Firma Haas, denke ich, recht gut gelöst. Wir haben uns diverse Anlagen angeschaut, die haben uns vom Aufbau her gefallen, kompakt, nicht übertrieben, mit den Förderbändern oder so, nicht zu viele Knicke drin. Die Leistungen, die die Anlage gebracht hat, die wir uns angeguckt haben, waren hervorragend. Die Stückigkeit des Materials ist auch gut. Auch die Flexibilität, die sie an den Tag gelegt haben beim Planen der Anlage. Ich würde sagen, das Gesamtpaket bei der Firma Haas war im Endeffekt entscheidend. Durch die eingeschränkten Verhältnisse der Halle mussten wir auf Kettenförderer gehen, weil wir sonst die Höhe nicht erreicht hätten, um das Material dorthin zu bringen. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, Förderbänder einzubauen, weil das Material zurückgerollt wäre. Uns auch außerhalb der Arbeitszeiten des Öfteren unterhalten und haben dann getüftelt und gebastelt. Und deswegen denke ich, ist die Firma Haas auch heute hier, weil sie wissen, dass sie hier ganz gute Anlagen installiert haben, die sie in der Welt präsentieren können.